Was geht ab, Pichachos? Es ist gleich soweit, es geht auf nach Hannover und danach nachher nach München zum letzten Spieltag der Bundesliga und damit auch verbunden zum letzten Vlog der Bundesliga in dieser Saison. Dazu gibt es noch einen München-Vlog, es gibt noch einen Vlog zum Sonntagsspiel gegen Bielefeld, woran und ich uns ja ebenfalls befinden werden mit Nico. Grüße an dieser Stelle schon mal an dich. Das wird der Auftakt von allen drei Videos, das heißt, das hier werdet ihr ein paar Mal öfter sehen und deswegen will ich auch gar nicht so lange labern, damit ihr nicht irgendwie dreimal das gleiche euch irgendwie 10 Minuten angucken müsst, sondern dann sag einfach nur, ich habe richtig Bock und wir sehen uns gleich mit der nächsten Location, die in einer Videos unterschiedlich sein wird. Nice! Bis später. La la la.
mal so deutlich sagen, Freunde. Das erste Mal seit den 70er Jahren, ich glaube, das war damals Dieter Müller, dass ein Fußballer in einer Bundesliga-Saison wirklich 30 Tore schießt. Und unsere Nummer 9, Robert Lewandowski, hat es geschafft. Und er bekommt von Jörg Jakob, dem Kicker-Chefredakteur, jetzt offiziell die Torjägerkanone überreicht. Bundesliga vorbei. Hannover 96 ist abgestiegen, letzter Spieltag. Die Bayern haben es gewonnen. Mit 3:1. Robert Lewandowski, der erste seit Ewigkeiten, der 30 Tore schießt. In einer Saison Götze mit dem Doppelpack, mein Liebling. Und ja,
Alles im Ansatz ein vernünftiger Auftritt. Wie kann das passieren? Ganz einfach, du hast die Chancen nicht genutzt, die sich ihnen geboten haben. Bayern war kälter, Bayern hat natürlich deutliche, größere Spielanteile gehabt. Zumindest bis zur 55. danach war 6-9 eigentlich recht stark. Aber allgemein war es, muss ich sagen, ganz gut von Hannover. Tor von Sobirk mal wieder. Haben jetzt in allen 6 Spielen unter Stendi getroffen, was natürlich klasse ist, ja, gar keine Frage. Weiter so kann man dann nur sagen. Dazu wieder mal 2 Debüts unter Stendi mit Sagan Rembazé und Suleiman. Mit dir ist nur Suleiman, die Sagan Rembazé hat er nicht gespielt wegen Adduktorenproblem. Fossum hätte auf jeden Fall noch eins machen können in der ersten Halbzeit. Dazu kommt das Ding von Pripp, was er eigentlich machen muss, direkt nach dem 1-2. Pripp hat noch eine weitere Chance, Gülzeler mit schönen Fernschüssen. Gülzeler war ein gemein starkes Spiel, war es eine Reaktion. Also war alles in allem eine richtig knackige, richtig interessante, richtig spannende. Meine Arme sehen so lustig aus, so, ne? Unglaublich lang. Und total bescheuert. War auf jeden Fall eine lustige und spannende und unterhaltsame Partie. Stimmung war super. Die Fans richtig geniale Stimmung gemacht. Auch die Tore konnte man feiern. Hab man eventuell gehört, ich weiß nicht, ob ich es aufgenommen habe einmal. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Das Stadion, ganz hübsch. Ich war ja schon mal drin und besichtigt. Die Bayern-Fans, ihr habt es ja auch gehört, ne? Also ich meine, das Meisterfeier-Ding war ganz gut, wie sie dann sozusagen gegrüßt haben nochmal, aber stimmungstechnisch war da nicht viel los, so die Tore, ja gut, klar, aber ansonsten war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil von der Schickeria habe ich eigentlich bis zu heute viel gehalten, aber da war nichts los irgendwie. Auf der Nordtribüne sowieso nicht, die Süd, weiß ich nicht. Ja, was willst du sagen, ne? Da kam von Hannover mehr, auch wenn das der Gästeblock, den kannst du eigentlich gar nicht so nennen, direkt unterm Dach, total eingepfercht, damit du auch bloß nichts hörst bei den Bayern da, vom Gäste, von den Gästefans. Das war schon ein bisschen traurig irgendwie, aber ja, wir haben ganz gut Party gemacht auch. Ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, eventuell im Fernsehen oder als Bayern-Fan, aber war schon ganz gut und von daher ein würdiger Abschied auf jeden Fall mit 1-3. Kann man so mit die Verabschiedung der letzten Jahre immer 7-8 Tore kassiert, so gefühlt. Dieses Mal 0-3 selber ins Geschossen läuft. Ansonsten, ja, Stuttgart hat es nicht geschafft, verliert gegen Wolfsburg mit 3-1, ist ebenfalls direkt abgestiegen. Werder gewinnt mit einem Last-Minute-Treffer von Gido Boggi oder Ute, von beiden, mit 1-0 gegen Frankfurt. Frankfurt geht in Relegation mit Nürnberg, wird sehr, sehr interessant. Mal sehen, wie das läuft. Für Futti und Schlappi natürlich beispielsweise sehr interessant als Nürnberg-Fans. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Nürnberg das packt und Frankfurt nicht, aber mal schauen. Was noch? Nichts mehr eigentlich, ne? Wolfsburg fast noch eine Euroleague angekratzt. Schalke Euroleague-Qualifikation nur, soweit ich das richtig gesehen habe. Nee, Quatsch, Hertha Siebter. Hertha muss eine Quali nach dem Unentschieden gegen Mainz. Irgendwie auch bitter, ne? Hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die nochmal so abrutschen. Nach dem Spiel gegen Hannover ging es bergab. Schon schade irgendwie, gerade für die Hertha-Fans, die sich von Champions League wieder geträumt haben. Aber gut, so ist Fußball, mal sehen, wie nächste Saison wird für Hertha und für den Rest der Teams. Für Hannover geht es dann in die zweite Liga, genau wie Stuttgart. Das sind beide Teams eigentlich, ja klar, schrecklich so gesehen, gerade für die Fans auch. Aber ich glaube, ganz gut für den Neubeginn. Man hat es bei 96 gesehen. Die Spieler haben Bock, die Spieler machen Bock. Der Trainer hat Bock, der Trainer macht Bock. Auf die Art und Weise geht auf jeden Fall was. Und bei Stuttgart, die haben so viele klasse Spieler, da wird auf jeden Fall auch einiges gehen. Ich glaube, die Vereine werden die zweite Liga sowieso rocken. Dazu hast du gute Vereine wie St. Pauli, wie Bochum theoretisch, wie Lautern, die immer nur für Stimmung sorgen. Und vielleicht eventuell noch Nürnberg wieder oder halt Frankfurt. Je nachdem, die Aufsteiger. Na, mal schauen, wie die sich so etablieren werden. Aber das wird auf jeden Fall schon, denke ich mal, ganz cool werden. Ne? Dazu hast du das Derby als Hannoveraner. Das Freundschaftsderby sozusagen gegen Bielefeld noch. Das wird schon. Naja, das war es erstmal vom heutigen Tag, vom ersten Vlog, vom Fußball-Vlog Nummer 1. Morgen geht es weiter mit der zweiten Bundesliga. Morgen geht es weiter mit Bielefeld gegen Karlsruhe. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn euch dieser gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut Videobeschreibung vorbei, da ist IG Vault verlinkt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag. Übrigens nicht vergessen, der Like ist wirklich nur ein Klick. Für euch vielleicht wirkt es nicht so groß. Für mich hat es eine große Bedeutung, von daher war es wirklich cool. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.